Die EU-Staaten wollen zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Russland-Sanktionen verhängen. Darauf einigten sich am Vormittag Vertreter der 27 Mitgliedstaaten in Brüssel, wie die belgische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Auch die USA wollen in Kürze ein umfangreiches Sanktionspaket gegen Russland wegen des Todes des Oppositionsführers Nawalny und des zweijährigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf den Weg bringen. Die Ankündigung der Strafmaßnahmen sei für Freitag geplant, sagte der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby. So, und wir wollen jetzt gemeinsam mit Guido Schmidtke auf die militärische Lage schauen entlang der Frontlinien. Schön, dass du hier bist. Guten Morgen. Fangen wir vielleicht mit der Situation für die ukrainischen Truppen an. Was siehst du da? Was hast du da in Erfahrung gebracht? Ja, grundsätzlich müssen wir sagen, die Angst geht um im Osten der Ukraine, besonders bei der Bevölkerung dort, weil man befürchtet, dass die russischen Truppen nach der Einnahme von Avdiivka möglicherweise die Verteidigungslinien der ukrainischen Streitkräfte komplett durchbrechen könnten. Wir sehen hier Aufnahmen von einem vermeintlichen Angriff mit Marschflugkörpern auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk. Eine strategisch wichtige Stadt. Das wäre so der nächste Punkt praktisch für die russischen Streitkräfte, wenn man denn weiter in der Offensive vorankommt. Darüber hinaus muss man sagen, dass entlang der gesamten Frontlinie der Druck auf die ukrainischen Streitkräfte enorm ist aufgrund dieser Übermacht an Artilleriesystemen und Artilleriemunition der Ukraine. Der Russen. Auf der anderen Seite sind aber auch die Ukrainer immer wieder punktuell erfolgreich. So soll man im Raum Bachmut-Avdiivka in dem russisch besetzten Gebiet Donetsk einen Truppenübungsplatz angegriffen haben und dabei 60 russische Soldaten, die dort auf ihren Kommandeur gewartet haben, getötet haben. Darüber hinaus hat man auch ein weiteres russisches Kampfflugzeug abgeschossen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.